Da reden wir über dieses 200 Milliarden Euro Paket bei mir im Studio. Philipp Amthor von der CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages. Guten Tag, Herr Amthor, schön, dass Sie da sind. Ja, sehr gerne. Dieses Hilfspaket, also die Union stellt jetzt Gesprächsbereitschaft in Aussicht. Was genau haben Sie zu kritisieren? Ja, es geht zunächst um die Frage, wie hier mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen wird. Es ist für alle klar, wir müssen helfen. Ohne Frage, die Unternehmen, die Privatpersonen, gerade auch bei mir Mecklenburg-Vorpommern, ist eine sehr, sehr schwere Zeit. Da muss geholfen werden. Aber klar sein muss auch, die Schuldenbremse und die Prinzipien, die wir haben, die gelten trotzdem. Und die Bundesregierung hat da gestern natürlich sich das ziemlich leicht gemacht. Man hat gesagt, man nimmt jetzt Geld aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Das klingt toll, das im Moment aber gar kein Geld drin. 200 Milliarden Wumms heißt auch 200 Milliarden neue Schulden. Und da, finde ich, muss man dann schon sehen, wir können nicht sagen, auf der einen Seite jetzt in so großem Umfang neue Schulden und auf der anderen Seite keine Konsolidierungsbemühungen, Sozialleistungen erhöhen mit dem Bürgergeld, falsche Anreize. Da, finde ich, sollte die Regierung schon noch mal sagen, ja, es braucht den Energiepreisdeckel, es braucht den Gaspreisdeckel, aber gleichzeitig auch Konsolidierungsanstrengungen im Bundeshaushalt. Ist das so eine Art Kuhhandel in der Ampelkoalition, dass Lindner also seine Schuldenbremse einhalten kann, weil diese Schulden werden ja in diesem Jahr gemacht und nicht im nächsten Jahr, und damit haben die anderen dann zugestimmt, dass man genau dieser Effekt erfüllt wird? Also man muss schon sagen, das ist natürlich auch ein kleines bisschen, ja, eine beschönigende Variante, dass die Schuldenbremse eingehalten wird, denn die Bundesregierung muss jetzt erstmal mit Kanzlermehrheit eine Ausnahme der Schuldenbremse aktivieren, eine Notsituation feststellen, wo innerhalb jetzt der Verfassungsrechtswissenschaft gar nicht klar ist, ob die Voraussetzungen dafür eigentlich erfüllt sind. Wir sehen aber auch, klar, wir können uns jetzt nicht hier noch wochenlang irgendwie streiten, sondern es muss für die Bürger jetzt was passieren. Die Gasumlage ist viel zu spät, aber immerhin auf den letzten Metern jetzt noch gestoppt worden. Und es muss jetzt Entlastung geben. Aber dabei, finde ich, müssen wir das auch ein bisschen seriöser unterlegen. Der Bundeskanzler hat gestern von Doppelwumms gesprochen. Was man bei genauerem Hinsehen aber gesehen hat, sind eher Doppelfragezeichen, weil die wesentlichen Fragen nicht beantwortet wurden. Aber es kommt doch unter dem Strich viel zu spät alles. Wir wissen das doch. Es kommt alles viel zu spät und die Bundesregierung kann halt nur bedingt über ihren Schatten springen. Es ist auch natürlich zu kritisieren, dass sie auf der Angebotsseite, also auf der Frage, wie können wir Energie erzeugen, beim Thema Kernenergie weiterhin schwammig bleiben. Sie nehmen da weiter den Vorrang für grüne Ideologie in Kauf und das ist falsch. Wir müssten jetzt die Kernkraftwerke erstens weiterlaufen lassen und auch über den Streckbetrieb hinaus. Und da, finde ich, passen die Dinge dann auch nicht zusammen. Wir müssen ein Maßnahmenbündel finden. Und zu diesem großen Schritt fehlt der Ampel im Moment scheinbar noch die Kraft. Was erwarten Sie denn heute von dem Treffen der Energieminister der Europäischen Union in Brüssel? Also da merkt man ja auch, die Solidarität, was diese Energiekrise angeht in Europa, die ist im Moment ja auch in Frage gestellt. Ja, das ist so. Jetzt schauen natürlich auch viele zuallererst auf sich selbst. Das ist in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Aber wir müssen schon auch sehen, dass wir beides zusammenbringen. Gemeinsame europäische Lösungen schaffen. Aber wir können auch nicht sagen, so wie es die Regierung gestern angekündigt hat, Belastungsmoratorium für die Wirtschaft, das es jetzt dringend braucht. Und dann immer mehr Zusatzbelastungen sozusagen durch europäische Verabredungen. Das geht natürlich auch nicht. Da muss es eine gewisse Balance geben und klar ist, alle Gipfel in Brüssel hin oder her, das ist wichtig, das befreit die Ampel aber nicht davon, jetzt national die Probleme zu lösen, die vor ihnen stehen. Kernkraft genau ausformulieren, was heißt Strompreisbremse, was heißt Gaspreisbremse, da haben wir im Moment noch sehr, sehr viele Fragen. Aber national müssen wir natürlich eine Menge tun und die Ampel hat doch eine Menge getan, weil die Gasumlage ist ja angekündigt, jetzt angekündigt, aber die Gasumlage ist zumindest jetzt beerdigt. Das ist jetzt schon mal ein konkreter Schritt. Ja, aber ich meine, dafür jetzt noch Lob zu erwarten, wäre natürlich wirklich irgendwie falsch, denn zur Wahrheit gehört, das ist auf den allerletzten Metern. Also irgendwie 36 Stunden vor Inkrafttreten der Gasumlage, diese noch abzuräumen, ist jetzt irgendwie keine Heldentat. Und man hat es ja gestern gesehen, Robert Habeck hat da in der Pressekonferenz rumgestammelt, gesagt, na, vielleicht haben die einige schon bezahlt, da muss es jetzt zurückgefordert werden. Das war eine Murksumlage, das war auch vom Verfahren eine riesige Verunsicherung. Und natürlich ist es gut, das besser spät als nie abzuräumen, aber diese Gasumlage war ein Riesenfehler. Herr Amthor, wir haben gleich noch ein weiteres Thema, weil Sie sind ja auch Mitglied des Deutschen Bundestages und wir müssen über den Vizepräsidenten unseres Parlaments sprechen. Schauen wir uns erstmal die Fakten an, denn der türkische Präsident Erdogan, der geht nun gerichtlich gegen den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki vor. Grund ist nämlich die Aussage des Bundestagsvizepräsidenten während eines Wahlkampfauftrittes in Niedersachsen. Kubicki nannte den türkischen Präsidenten dabei
eine Kanleine, Kanalratte. Und damit kritisierte er die türkische Flüchtlingspolitik. Ein Kölner Anwalt erstattete nun im Namen Erdogans Strafanzeige wegen Verleumdung und Beleidigung. Der Fall löste erneut eine diplomatische Krise aus. Die Türkei bestellte ja bereits wegen Kubikis Äußerungen den deutschen Botschafter in Ankara ein. Und Wolfgang Kubicki, er ist ja auch FDP-Parteivize. Und Marco Reinke sprach über diesen Fall nun mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Diese ganze Debatte hätte man sich ersparen können. Ich glaube, unser Land hat andere Sorgen. Ja, also eine kurze Antwort muss man schon sagen vom FDP-Chef. Herr Amthor, wie sehen Sie das? Also dieses Vorgehen von Erdogan ist ja so typisch. Der hat ja schon den einen oder anderen hier in Deutschland versucht zu verklagen. Ja, also das spricht jetzt nicht unbedingt für ein breites Demokratie- und Meinungsfreiheitsverständnis von Präsident Erdogan. Jetzt kann man im Einzelnen sagen, naja gut, die Äußerung von Kubicki, war die jetzt irgendwo diplomatisch 1A, das vielleicht nicht. Aber am Ende muss man auch sagen, auch Zuspitzungen müssen in der Demokratie erlaubt sein. Auch Kritik muss erlaubt sein und die muss sich auch ein türkischer Staatspräsident gefallen lassen. Und man muss schon sagen, wenn man sieht, dass er da in den letzten Jahren Hunderttausende solcher Verfahren irgendwie betreibt, dann spricht das schon dafür, dass es wohl eher weniger jetzt um eine konkrete Ehrverletzung geht, als irgendwie um den Versuch, Meinungskorridore dann auch einzuschränken. Und im Übrigen muss man auch mal sagen, Wolfgang Kubicki, der ist da in einem politischen Konflikt auch gewesen, in einer politischen Debattenlage und da spitzt man vielleicht auch manchmal zu und da hat Christian Lindner recht, da gibt es ganz andere Probleme. Ja, aber er ist immerhin Bundestagsvizepräsident, er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Sie sind Mitglied im Immunitätsausschuss. Wie geht es denn jetzt weiter? Also gegen Kubicki kann er nur ermittelt werden, wenn seine Immunität aufgehoben wird. Ja, so ist es. Damit wird man sich dann beschäftigen müssen. Also die Staatsanwaltschaft prüft natürlich jetzt die eingegangene Anzeige. Wenn sie dann ermitteln möchte, dann muss der Immunitätsausschuss die Immunität aufheben von Herrn Kubicki im Zweifel. Darüber wird dann zu befinden sein. Das ist wohlgemerkt keine Vorverurteilung. Es geht nur davor, darum sozusagen Willkür so ein bisschen zu vermeiden. Aber am Ende, ich glaube, wenn man sich das strafrechtlich anguckt, hat Wolfgang Kubicki allen Grund, dem jetzt relativ gelassen entgegenzusehen. Ich würde sagen, politisch kann man das jetzt unterschiedlich bewerten. In der Kritik auch an der Frage, wie Erdogan die Migration jetzt auch als politisches Druckmittel nutzt, hat Kubicki übrigens recht. Aber juristisch, das ist etwas, das ist nicht mit den Mitteln des Strafrechts zu lösen. Ich fände das jedenfalls überzogen. Philipp Amthor, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Vielen Dank.